Ja, alles gut. Die sitzen da. Local buses rerouted. Oh, what the fuck? Versammlung stimmt für Ausgleich. Neue Runde der Zwangsversteigerung für die Stadt. Im Rathaus von Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit der Notfallmanagerin oh Gott, Katie Flint getroffen. Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Ravenden-Fabrik. Ravenden? Wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notfallmanagerin ernannt, um die öffentliche Dienstleistung für die verbleibenden Einwohner zu verwalten. Aber die jüngste Runde der Zwangsvollstreckung in der Stadt zusammen. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns auch nur eine Ausgliederung. Flint, das ist so traurig. Die Menschen müssen miterleben, wie die Stadt um sie herum verschwand. Versuche. Okay, man kann hier nicht weiterlesen, okay. LS. Oh. Es ist. Interessieren sich Ihre Kinder für Astrologie, Ouija oder Geister? Reverend Carson wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen und wie diese Dinge als Pfad zur linken Hand zur Delik und Satanismus führen können. Rathaus Little Hope 1970. LSRT. Unleserlich 12, 58, 50, 59, 40, 40, 42, 50. Oh Gott, okay. Ist das wichtig vielleicht irgendwann mal? I don't know. Hopefully not. Außer es wird irgendwo gespeichert, dann ist es legitim. Was haben wir hier? 6. Juni 1917. Zack. Schon ein bisschen, ja. 1917. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Die Tür, aber da will ich nicht hin. Weil dann würde ich ja rausgehen und rausgehen ist, glaube ich, mit dem Typen da draußen oder mit dem, was auch immer das war, da draußen nicht so die geilste Idee. Ist das Telefon. Ist halt tot. Ist halt tot, ne? Ist okay, es ist das Telefon. Nein. Nein, geh weg. Okay, ich könnte noch mit ihm quatschen, das will ich aber noch nicht. Kann ich mit den anderen reden? Mit ihm auf jeden Fall schon mal nicht. Hallo? Ich glaube, ich hänge gerade fest. Okay. Mit dem Boys hier kann ich auch nicht reden. Okay, die Steuerung ist halt manchmal echt ein bisschen Grütze. Aber ansonsten alles gut. Okay, jetzt stehen wir an der Bar. Ist auch nicht viel los. Dann quatschen wir mal mit Vince. Weil sonst gibt es hier ja nichts, ne? Wenn ich das richtig sehe. Nee, ich möchte gerne mit dir reden. Miau. Ist das möglich? Hallo? Eben gerade ging es doch noch. Eben konnte ich doch mit ihm reden. Von hier aus. Ah, jetzt. Da geht's.
Durchsuche die Bar, gehe weiter in Richtung Stadt. Die Bar habe ich ja durchsucht und da ist nichts mehr. Hallo? Großartig, was man hier finden kann. Kann man nichts anquatschen. Da ist ein Radio, da kann ich aber, glaube ich, auch nichts mitmachen. Mit denen kann man auch nichts machen. Die sind auch komplett unnütz. Alle drei. Sitzt nur da, macht nichts. Achso, sie hebt irgendwas in die Hand, in die Luft, was sie nicht hat. Ich will da nicht raus. The Black Cat Bar. Eins. Ist das eine Postkarte, eine alte? Ah! Okay. Welche Bereichssammlung Charaktere erinnert angezeigt werden? Alles klar, das ist ein... okay. Karte von Little Hope, eine historische Stadt aus der Vogelperspektive. Okay. Na dann, gehen wir mal zurück zu den anderen. Ich hoffe, dass sie nicht schon zu weit vorgelaufen sind. Und wir jetzt hier auf den Sack kriegen. Kommst du, Sally? Uschi. Komm. Was macht sie denn da? Sind die anderen jetzt schon weitergegangen? Oh, die anderen sind weitergegangen. Na, das ist ja geil. Komm jetzt. Frage ist jetzt, haben wir die anderen jetzt... Wo sind die anderen? Okay. Oh, da war sie im Hintergrund. Mm.
Auf geht's. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Wir sollten wirklich verbrochen werden. Wir warten. Wir müssen verbrochen werden. Was zum Henker war das? Ich will hier ganz schnell weg. Eine Voodoo-Puppe? Eine durchbohrte Voodoo-Puppe. Wer bist du? Wieso hast du so was an? Mein Name ist Mary. Ich habe dich selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Seid ihr so gut im Spiel mit mir? Ihr nicht. Komm spielen mit mir. Ich habe nichts getan, den Mund. Reverend Carver Cool wollen wir verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Kessler erfährt. Was zum... Vielleicht hat er Nebel. Das wissen
Oh Gott, okay, da fehlt die Hälfte vom Satz in der deutschen Übersetzung. Noch nicht. Ich glaube, noch will sie uns nichts Böses. Ja. Schon. Das Bildnis da draußen stand erst auf der rechten Seite des Fensters. Diese Skulptur oder was auch immer das da draußen ist. Ah, oh, okay. Null Uhr, Geisterstunde. Ach so, okay, wir sind immer noch hier bei dem Ding. Okay, da ist ein Auto. Also sie war aus einer anderen Zeit, aus einer Zeit der Hexenverfolgung, würde ich jetzt mal vermuten, weil sah schon ein bisschen aus wie eine Pilgerin oder sowas. Da ist was. Ein Hinweis, ein Hinweis. Oh, hoppala, falsche Taste. Ja, ist okay. Ist der Busfahrer gewesen. Ja.
Die anderen drei bleiben da hinten stehen? Okay. Bitte was? Mit, kann ich zu dem Haus gehen? Nein, kann ich nicht. Was war das? So ein verdammt bedrohliches Rascheln. Viewpoint ahead. Drecksrehe. Sorry. Das war kein Reh, es war ein Hirsch, sorry. Ghost towns in the north. East. A little hope, the town return. Ning to nature. Zurückgekehrt von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Stadt, eine Hütte, in der brüten Hitze und überall Stücken. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern, vergessen von der und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Ja, das war ja auch bei Little Hope der Fall. Verborgene Tiefen Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor von Anziehung für Fans von Extremsporten. Okay. Filmempfehlung. Architekten des. Architects of Murder, würde ich sagen. Könnte das sein, weil das MU kann man noch lesen. Ja, in dieser Folge demaskiert Kate Wilder den Zodiac Killer. Okay. Die sich um eine Textilfabrik schaut. Ah, okay, also es war eine Textilfabrik, die die zumacht. Okay, oder zugemacht hat. Ist ja nicht mehr. Die anderen sind da, okay. Hä? Achso. Gerne. Schnell weg. Ganz schnell weg. Aber sowas von schnell.